aus Schrottwirtschaft mit Rohstoffwirtschaft. Für uns ein Zeichen, dass wir heute tatsächlich auch Geschichte schreiben. Ein Jahr nach Spatenstich stehen wir hier zusammen und weihen unsere Anlage ein. Richtig Wahnsinn. Danke für Ihren Mut, Respekt vor Ihrem Mut. Ich werde Ihre Geschichte als eine Erfolgsgeschichte weitererzählen. Eins, zwei und drei. Stark, dass die Anlage jetzt da steht. Das ist für TSR definitiv ein Meilenstein, weil TSR 40 hier verfügbar ist, weil es Energie spart, weil es CO2 spart, ja, und den Recyclinganteil im Endprodukt erhöht. Dass man heute aus dem Stahlschrott ein Produkt upcyclen kann, das dann benutzt werden kann, um daraus hochwertige Stahlprodukte herstellen zu können. Und das ist überzeugend, dieses Prinzip. Und deswegen waren wir auch sofort mit dabei. Aus unserer Sicht ist es tatsächlich das Thema, dass wir definierte Güten und Qualitäten sehen und es damit kein Schrott und keine Verwendung von Schrott ist, sondern für uns eigentlich ein Produkt ist, was in unsere Lieferkette eingebracht wird. Jetzt können wir großtechnisch produzieren und das ist natürlich immer was ganz, ganz anderes, wenn ich zeigen kann, schaut her, da geht's rein, das kommt hinten raus und das ist natürlich ein Riesenschritt für uns. TSR 40 ist für uns der Enabler, um Kreisläufe zu schließen. Von Seiten Mercedes-Benz ist es ganz klar, dass wir mit TSR weiter zusammenarbeiten wollen. TSR 40 ist für uns der Einstieg in die Zusammenarbeit. Ich glaube, dass das ein beeindruckendes Projekt ist, um auch nochmal anderen Prozessrouten zu zeigen, wie wichtig die Zirkularität ist. Das ist ein Grund, optimistisch zu bleiben als Ministerin. Weil alle an dem Projekt Beteiligten einfach für das Projekt gebrannt haben. Das ist ein wichtiges Signal, was weit über Duisburg und NRW hinaus strahlen wird. Ja.